Hallo Leute, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht weiter mit Satinavs Ketten und die arme Nuri, die wir gerade erst so als halbwegs Freundin mitgenommen haben ins Dorf, wird natürlich auch sofort belagert vom Mob. Und jetzt müssen wir der irgendwie mal helfen. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was ist passiert? Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Tja. Ich glaube, denen steht der Sinn nicht nach Verhandlungen. Dann müssen wir sie ja jetzt irgendwie rüberholen. Aber ich hatte doch hier diese Sache mit den Fässern. Vielleicht hilft das ja. Gehen wir doch einfach mal zurück erstmal. Oh, der arme Gwindling. Leb wohl, Gwindling. Oh, zerbrochenes Messer. Immerhin ein Andenken an Gwindling. Ja, okay. Können wir denn dann jetzt den anderen Kram auch noch mitnehmen? Aber ist alles kaputt auch, ne? Ach man, das ist so traurig mit Gwindling. Aber wir müssen jetzt uns um Nuri kümmern. Und das tun wir mal. Wir haben auch noch das Katapult. Vielleicht hilft uns das ja auch noch. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Bin dabei. Was ist passiert? Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ich mag Raben, die mit einem reden können. Finde ich toll. Wie wär's denn zum Beispiel mit diesem Flock hier? Zu fest verkeilt. Zu fest verkeilt. Gehen wir mal nach oben erstmal zu ihr. Vielleicht hilft das ja. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle... Ich habe Angst. Ja, das hatten wir ja schon. Ach so, Nuris Zauberkraft. Kannst du richtig zaubern, Nuri? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heil machen ist ganz leicht. Messer reparieren lassen, aha. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Alles klar. Okay, wusste ich nicht, dass das jetzt so einfach geht. Aber bestimmt können wir damit das Seil dann zerschneiden. Mit bloßen Händen? Nee, mit bloßen Händen nicht. Aber wer mir das Messer jetzt? Gut. Erst das Seil, dann der Pflock. Nein, Augenblick. Andersrum. Sonst überrollen mich unten die Fässer. Na gut. Geh nach unten. Ja. Mit dem Gehstock, mit dem Flock. Ich weiß nicht, wie das am besten jetzt geht. Wozu habe ich einen Hammer? Ach so. Okay, dann den Hammer.
Jetzt nach oben. Und das Messer. Okay. Eine Mauer. So, Nuri, komm jetzt runter. Bitte, Geron, mach schnell. Ach so, dann gehen wir wieder runter. Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Was mache ich denn jetzt? Das Katapult vielleicht benutzen? Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Habe ich denn jetzt irgendwas anderes dafür? Falls ich das gleich benutzen muss? Nee, ne? Muss ich sonst nochmal schauen. Wenn es soweit ist, dann... ja. Hat das denn jetzt was gebracht, dass ich hier bin? Bitte, Geron, mach schnell. Weil jetzt lehnen sie sich da so rüber. Hätte ich von da aus sie holen müssen? Ja, aber wie denn? Lange wird das die... Ich glaube nicht, dass das richtig war, dass ich da wieder hingegangen bin. Kann ich Nuri mit dem Katapult was zuwerfen? Oder so? Kann ich das irgendwie hier benutzen? Ich kann ja mal alles ausprobieren. Natürlich nicht. Nee, aber irgendwas anderes. Nicht sehr schlau. Das Messer vielleicht? Nein, was soll das? Ach, Quatsch, nicht kombinieren, sondern... Ist bereit. Ja. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer. Ja, aber du sollst es jetzt alles gar nicht benutzen. Nee, dann gehe ich wieder raus. Was sagt denn der Rabe? Kann der mir helfen? Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Hilf ihm! Ja. Ja, ja. Ich denke mir... Marsch! Dann muss das doch irgendwas von oben sein. Kann ich hier irgendwas noch machen? Ach, die Mauer. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Aber zu dir hin irgendwie? Oder einfach runter? Dann soll sie doch den... keine Ahnung. Verdammt, was mache ich? Oder er soll an den Fässern hochklettern und dann zu ihr oder so? Ich rede schon mit Geron. Hm? Nein. Dass er sich da halt hochzieht irgendwie, um da rauf zu kommen. Verdammt, was mache ich? Ja, weiß ich nicht. Ich überlege ja schon. So wird er. Hm. Lange wird das... Wie zum Namenlosen... Ja, aber wie soll ich das denn... Oder er soll aus dem Fenster springen und dann auf die Dinger? Aber das, nee. Vielleicht ist das Katapult doch zu irgendwas Nutze. Ich weiß nicht. Ich rall's grad nicht. Hm. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee... Ist das denn hier das Lagerhaus, wo ich bin? Dass sie... Sie kann nicht von der Mauer zu mir klettern, ne? Deswegen der Busch wahrscheinlich. Also soll sie entweder auf die Fässer oder... Ja, zum Fenster irgendwas hin? Ich weiß auch nicht. Dann doch vielleicht das Katapult. Irgendwie muss das ja zu was Nutze sein.
Scharnier? Was ist denn mit dem Scharnier? Abreißen kann ich es nicht. Ich brauche einen Hammer. Aber den hab ich doch. Haha. Aha. Okay. Das... Okay, die ganze... Verdammt! Die ganze... Verdammt! Die ganze verdammte Tür... Es schießt nicht das Spanngarn. Spanngarn. Spangelange Hansel, nudeldicke Dirn. Gehen wir in den Garten, schütteln wir die Birn. Schranktür. Fässer. Das muss ich von Gwindlings Fenster aus machen. Ach so, dann gehen wir da nach oben und bauen eine Brücke. Juch, hey, ich hab einen Weg gefunden. Geron, sie werfen mit Steinen. Ja, bin schon da. Hier lang. Juhu. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte, vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gwindling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge, er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte. Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen.
Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifel. Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Wahrheit sagen, lügen. Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden, in die Blutzinnen. Das ist Nori und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Feenforscher, Gwynlings Tod. Abweisen. Mein Ziehvater ist gestorben und ich will seinen letzten Wunsch erfüllen. Das tut mir leid. Verliere seinen Wunsch nicht aus den Augen. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote, du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Hä? Haltet euch fern von Borons Boten. Namen erfragen. Was hatte sie denn jetzt? Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Ziel erfragen. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Krähenplage. Hexen in Andergast. Sie findet ja anscheinend die Krähen nicht gut, und deswegen sage ich das mal. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen, aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Der Rabe. Hexen in Andergast, dann sage ich nochmal der Rabe. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um. Aha. Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Hilfe anbieten. Und wenn ich das Rad für dich repariere? Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Du könntest uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Gut, dann versuchen wir mal, das Rad zu reparieren. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Das war ja relativ okay. Also bis jetzt ist sie, finde ich, nicht irgendwie böse oder so. Und ich glaube, das Gespräch lief eigentlich auch ganz okay. Hoffentlich lockt das Feuer keine wilden Tiere an.
Vielleicht mal mit Nuri reden. Was sagt die? Ruhe dich etwas aus. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Wie lang? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Ich meine nicht den Raben. Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Rabe. Drohende Gefahr, Müdigkeit. Warum vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du machst es ihm auch nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen. 1, 2, 3, oh, Nuri, 4, die ist so toll. 5, 6. Bei den Göttern. Das kann nicht dein Ernst sein. Du solltest es auch versuchen. Du wärst gleich viel ruhiger. Ja. 37. Da. Du hast einen vergessen. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Bist du nicht auch müde? Kein bisschen. Reparaturzauber, oh oh. Wenn sie das jetzt repariert, das Rad, merkt die das dann? Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind. Aber mehr kann ich nicht. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Oh. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche... Das ich wünsche ist sehr wichtig. Okay, das haben wir uns doch gleich mal gemerkt. Dann würde ich sagen, versuchen wir das mit dem Rad mal in Angriff zu nehmen im nächsten Part von Satinavs Ketten. Sehr lustig, unsere kleine Nuri. Sehr optimistisch irgendwie. Und ja, mir macht das Spaß. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal.